Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Enclave. Ja, das letzte Mal haben wir von Nordessa einen Auftrag bekommen, dass wir etwas aus dem Haus der Träume holen sollen, und zwar ein Buch. Und das werden wir dieses Mal machen, denn wir haben jetzt das Haus der Träume angewählt. Und ihr könnt schon sehen, das Level, das Haus der Träume, habe ich schon gemacht und habe halt hier noch was freigeschaltet. Denn das habe ich schon mal aufgenommen, aber die Aufnahme ist überhaupt nichts geworden. Deswegen kann ich das euch leider nicht zeigen, aber wir spielen das Level einfach nochmal. Es ist jetzt auch einige Zeit vergangen, seitdem ich das letzte Mal gespielt habe. Also alles gut. Und ihr seht, ich habe sowieso nicht das gesamte Gold eingesammelt, was man da finden kann. Ich glaube, ich bin einmal gestorben. Deswegen habe ich noch 240 von 250 Goldstücken. Und ja, wir spielen das einfach nochmal. Ist ja alles kein Problem. Ich habe beim letzten Mal die Assassinen genommen. Und ich werde die Ausrüstung auch nicht verändern, auch wenn ich jetzt neue Ausrüstung zur Verfügung habe. Also theoretisch zumindest. Ja oder auch nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall nehmen wir diese Ausrüstung. Wir nehmen halt den Langbogen mit 240 Pfeilen. Da kann ich ihm endlich noch mehr leisten. Ich habe noch 490 Gold. Achso, ja, ich habe jetzt ein bisschen mehr Gold als vorher. Das werde ich aber nicht nutzen. Denn ich habe ja 240 Goldstücke gesammelt, habe 250 Bonus bekommen. Also habe ich jetzt 490 Bonus-Goldstücke. Die hatte ich aber noch nicht vom Level, deswegen werde ich die auch nicht nutzen. Deswegen lasse ich das Setup einfach so, wie es ist. Also 240 Pfeile, 60 Feuerpfeile, 20 Granatenpfeile und 15 Distanzpfeile. Ja, keine Armbrust mal wieder, ein Langdolch und die leichte Rüstung. Keine Tränke. Mal schauen, ob das so eine gute Idee ist. Da kann ich nicht... Brauche ich wirklich Feuerpfeile? Ich bin mir nicht so sicher. Egal. Wir versuchen das einfach mal. So, Spiel beginnen. Das alte Haus. Bis heute weiß niemand genau, wer es überhaupt erbaut hat. Alte Tagebücher besagen, dass der hohe Zauberer Sale das Buch der Seelen hier versteckt hält. Niemand solle es jemals wieder benutzen, nachdem es Zuranas Schicksal besiegelte. Ja, unsere Aufträge sind, betretet das Haus der Träume und finde das Buch der Seelen und nimm dich vor den Fallen in Acht. Ja, da sind wir also. In einer schönen Winterlandschaft. Ja, mit schönem Weitblick auf die Berge drumherum. Eigentlich ziemlich gemütlich, finde ich, dieser Ort fürs Haus. Zumindest bei dem aktuellen Wetter. Und wir sehen schon, da hinten ist ein Werwolf und da ist ein Werwolf. Und ich werde jetzt mal versuchen, einen der beiden mit Distanzpfeilen auszuschalten. Denn dafür sind die ja gut. So, schießen wir mal direkt in den Kopf. Und das hat ihn erledigt. Wunderbar. So, und den anderen versuchen wir jetzt mal einfach mit normalen Pfeilen auszuschalten. Der kommt ja sofort an. Nein, 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 nein. Geh weg. Okay, das ist dumm. Ah, nein. Ich glaube, das kann ich nochmal anfangen. Bei dem ganzen Schaden, ja. Jetzt hat er mich sowieso erledigt. Okay. Ja, Mission erneut spielen. Das ist ja, wir haben ja nicht viel gemacht. Da ist das ja nicht so schlimm. Ja, der Level ist relativ schwer. Also, ich bin mal gespannt, ob ich das so hinkriege. Nehmen wieder die Distanzpfeile. Aber die Musik ist cool. So, und dann nehmen wir diesmal die Granatenpfeile. Na komm, na komm. Bäm. So, das sieht doch schon besser aus. Ich rüste mal ein paar Pfeile auf meinen Bogen schon mal, damit wir das machen können. Ja, dann schauen wir uns dieses Haus mal genauer an. Ich habe ja beim letzten Mal gesagt, dass das eigentlich ein ziemlich cooles Level ist, aber... Oh, ja, wir dürfen hier nicht raus. Wir müssen halt innerhalb des Grundstücks bleiben. Sonst ist die Mission gescheitert. Aber das Haus alleine ist nicht ganz so cool, aber in Verbindung... Wo kommt ihr denn her? In Verbindung mit dem nächsten Level zusammen, also dem, das direkt hier nachkommt, ist das eine der coolsten Levels überhaupt, finde ich. So, wo ist der andere Geist? Da. Komm her. So, geht doch. Alles klar. Warum auch mal die Geister mich da angegriffen haben. Also man sieht ja ab und zu auch mal so ein bisschen Geister rumfliegen. Wenn man ein bisschen guckt. Aber ich glaube, wahrscheinlich sind das... Normalerweise fliegen hier so Geister rum. Da hat man sie gesehen. Tja, mit denen müssen wir uns wahrscheinlich auch noch anlegen. Oh, der hält still für mich. Okay, vergessen wir das. Ach, den treffe ich sowieso nicht. Na gut. Dann schauen wir uns an, ob wir in das Haus reinkommen. Ja, natürlich nicht. Es ist natürlich verschlossen. Ah, hallo. So. Wir haben aber hier... Was haben wir denn eigentlich hier? Kann ich hier drunter?
Ich kann schon, aber es bringt mir nichts. Okay. Ja, wir haben ja noch einen weiteren Weg, und zwar hier die Treppe runter. Die ich auch gehen werde, weil ich habe keine Lust, Fallschaden zu kriegen. Oh Gott, ist klar. Noch ein Werwolf. Sehr schön. Der letzte ging in den Kopf, deswegen hat er 160 statt 80 Schaden gemacht. Das finde ich doch schön. Der hat uns nicht wirklich verletzt. Alles klar. Ah, gut, dann gehen wir da mal runter und schauen uns an, was wir hier für Fallen haben. Erstmal ein bisschen Gold, das finde ich schön. Das nehmen wir mit. Schnell weg. Ja, man hat es da unten ganz schlecht gesehen. Und zwar hat uns jemand zugerufen, schnell weg. Und da kamen gerade Stacheln aus dem Boden und ja, wir sollten nicht stehen bleiben. Ja, ein Goblin. Hallo Goblin. Tja, wenn wir den befreien, können wir den auch demnächst spielen. Und ja, man sieht schon, hier sind überall Fallen und es ist alles böse und ja. Oh, 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 oh. Ja, danke für den Tipp, kommt ein bisschen zu spät. Ja, mir ist klar, dass hier eine Axt ist. So, das hier ist sehr gemein. Von diesen Türen, also diesen drei Türen, ist nur eine richtig. Ja, wenn wir eine der anderen Tür nehmen, dann fällt die um, macht uns platt und wir sind tot. Ich weiß glücklicherweise, dass das hier die richtige Tür ist. Und deswegen werde ich die anderen gar nicht erst ausprobieren. Zieh den Hebel, okay. So, damit deaktivieren wir die Fallen. Ich glaube, jetzt kann ich auch nicht mehr hier... Nicht den, nicht den. Ist klar, ich weiß. Falsch, falsch, falsch. Ja, der Goblin hilft uns ein bisschen, allerdings kommen die Sprüche ein bisschen zu spät. Von daher... Du kommst, kennst den Weg, okay. Dann komme ich doch einfach mal mit dir mit. Wie ist denn das? Ja, ja, ich laufe dir hinterher. Du kannst auch ruhig ein bisschen schneller laufen, also da habe ich nichts gegen. Du weißt, wie ich bin nämlich... Ich bin nämlich durchaus in der Lage, etwas schneller zu laufen. Ich habe immer noch... ich wusste doch, dass ich so ein blöder... Oh, ich habe Feuerpfeile ausgerüstet. Schön. Schön. Na toll, jetzt brennt der Goblin, oder wie? Dankeschön. Ja, ja. Bleib du mal hier, überleb du mal, dann können wir dich nämlich im nächsten Level eventuell spielen, wenn wir denn möchten. Aber wir gehen, bevor wir in das Haus reingehen, da oben möchte ich nochmal hier unten rein und mir das da noch ein bisschen angucken, den Keller. Ich weiß, dass da ein Gegner ist, gegen den ich ziemlich versagen werde wahrscheinlich. Und den möchte ich mir zuerst vornehmen. So, wir speichern erstmal hier den Checkpoint. Und das ist ein Heiltrank, den möchte ich bitte haben. Da ist er, ein hoher Zauberer. Ja, das ist ein bisschen fies. Moment, ich möchte mal gucken, kann ich den mit den Distanzpfeilen von hier aus erledigen? Ich rufe die ja, war klar. Ich kann ihn nämlich von hier aus noch nicht verletzen. Das ist unglaublich unfair. Das heißt, der ruft jetzt erstmal da seine Viecher herbei. Weißt du, und ich muss jetzt hier irgendwie klarkommen. Aha. Ja, solange die Skelette erstmal ankommen, ist das in Ordnung. Oh Gott, geh doch da durch. Nein, ich häng fest. Oh, das fängt ja gut an. Toll. Danke, dass du mich mal runterlässt. So, ich möchte erstmal seine Skelette erledigen. Wenn ich sie denn überhaupt treffe. Und dann können wir uns den hohen Zauberer vornehmen. Der ist echt asozial stark. Also der macht uns mit wenigen Schlägen kaputt. Wir haben ja schon gegen Zauberinnen gekämpft, der auf der guten Seite, aber der ist echt übel. Aber wenn wir den besiegt haben, müssen wir eigentlich nicht mehr so viel befürchten hier in dem Level. So, und das erste Skelett ist gleich schon mal Geschichte. Dankeschön. Möchte ich den Trank jetzt schon trinken? Na, eigentlich nicht. Ich glaube... Au, au, au. Na, jetzt habe ich es doch getrunken. Egal. Ich habe nicht gesehen, dass das Skelett da schon rauskam. Aber das ist ja eigentlich kein Problem. Die sind ja schön langsam, im Gegensatz zu den Werwölfen. Das heißt, die können wir einfach ohne Probleme erledigen. Und jetzt muss ich mal... Jetzt wechsle ich mal auf die Granatenpfeile, weil sonst haben wir... Das ist der Gegner, wo wir die wirklich benutzen können. Und ich hoffe wirklich, dass ich das hinkriege. Oh wei, oh wei. Der hat mich nämlich im letzten Run auch getötet. Ach, das war der Goblin. Boah, erschreckt mich doch nicht so. Und deswegen bin ich nur mit 240 Goldstücken hier raus. Ich hoffe ja sehr, dass ich das diesmal mit... Oh ja, ist klar. Camper. Seht ihr das?
Ich bin schon fast tot und selbst die Granatpfeile machen kaum Schaden bei ihm. Ja, das hat eigentlich schon wieder keinen Zweck. Ich bin gleich tot. Wobei, wenn er da hinten bleibt... Das könnte was werden. Das könnte was... Wir haben es geschafft, wir haben es geschafft. Jetzt muss ich natürlich nur aufpassen, dass ich mich von sonst nichts anderem angreifen lasse. Weil sonst bin ich tot, tot, tot. Aber sowas von. Und ich weiß, dass hier immer wieder ein paar Geister rumfliegen. Vor denen muss ich mich in Acht nehmen. Aber die kann ich ja glücklicherweise einigermaßen gut mit meinem Schwert erledigen. So, alles klar. An dem Zauberer müssen wir auch vorbei. Später noch. Deswegen ist es ganz gut, dass wir den jetzt schon mal erledigt haben. Das ist das schwerste Hindernis in diesem Level, das wir aus dem Weg geräumt haben. Jetzt können wir uns auch mal hier das Bildschirm angucken. Was ist denn das? Ist das hier Mordessas Zitadelle? Na, wahrscheinlich eher nicht, oder? Warum sollte das hier in diesem Haus hängen? Nun gut. Haben wir den Checkpoint nicht gespeichert? Doch. Hä? Naja, egal. Es kommt gleich so ein blöder Werwolf wahrscheinlich und macht mich komplett tot. So, ne, ihr macht mir keinen Schaden, bitte. Gold, ein Lebenstrank. Oh, Gott sei Dank. So, was haben wir denn dahinter? Was ist das? Eine Fackel? Aber ich glaube, da kommen wir jetzt noch nicht hin. Naja, egal. Gucken wir uns mal das Geschoss hier drüber an. Denn der Keller hat zwei Geschosse. Das sieht nach einer Falle aus. Ich gehe erstmal den anderen Weg entlang. Was haben wir denn hier? Minotaurenstatuen. So ein Bild, meine ich. Interessant. So, jawohl, komm her. Jetzt habe ich keine Angst mehr vor euch, weil ich habe nämlich mehr Lebensenergie. Was ist das für ein Gebäude? Und das hier war doch bestimmt da, wo wir gegen Zurana gekämpft haben. Nee, Quatsch. Nee, viel früher. Da, wo der große Feuergolem war und die Kleinen, wo wir das Eisschwert gefunden haben. Könnte sein, oder? Ja, ja, ja. Kommt her. So. Na? Ach ja, was euch wahrscheinlich jetzt schon aufgefallen ist, was ich auch hoffe, dass es tatsächlich so ist. Das Spiel sollte jetzt, beziehungsweise das Video, das Spiel war vorher schon flüssig, aber das Video sollte jetzt wesentlich flüssiger laufen als vorher. Und ich habe nochmal ein bisschen am Gamma geschraubt, und zwar nachdem ich das Video aufgenommen habe. Also ich habe damit ein bisschen herumexperimentiert. Weil ich habe das einfach nicht eingesehen, dass ich mit Gamma ganz hochgeschraubt spielen soll, was für mich furchtbar aussieht. Und dann ist es im Endeffekt immer noch zu dunkel, mehr oder weniger, also zumindest meinem Empfinden nach. Und das heißt, für mich ist es zu hell und für euch zu dunkel ist ja auch doof. Deswegen habe ich das Gamma im Spiel jetzt runtergeschraubt auf ein Level, das für mich angenehm ist. Und werde in der Videonachbearbeitung das Gamma nochmal ein bisschen hochschrauben, sodass es eigentlich annehmbar aussehen sollte. Okay, es passiert nichts, es war anscheinend keine Falle. Ja, das sind halt zwei Sachen, die ich jetzt nochmal gemacht haben sollte, aber vor allem, dass das Video jetzt flüssiger läuft. Das hat mich schon ziemlich gestört, dass mein Video einfach so unglaublich gestockt hat teilweise. Das war nicht schön. Da kann ich auch verstehen, wenn sich die Leute das dann nicht mehr gerne angucken. Ich meine, HD hin oder her, das muss ja nicht immer sein, solange es flüssig läuft. Na gut, das scheint es erstmal hier gewesen zu sein, was wir machen können. Deswegen gehen wir jetzt mal in das Haupthaus hinein. Ja, nicht, also klar, der Keller gehört eigentlich auch zu dem Haupthaus hier. Es gibt ja auch nur ein Haus, aber damit meine ich eigentlich in die Wohnräume hinein, wenn man es denn als Wohnräume bezeichnen möchte. Dann schauen wir uns mal an. Also bisher wohnen hier ja nur jede Menge Geister. Dann schauen wir uns mal an, was wir hier finden können. Hallo. Ein Bild von einem... Sieht aus wie so ein Microsoft Windows-Hintergrund. das sieht hübsch aus. Ich höre euch doch, ich höre euch doch. Und ich sehe einen Heiltrank. Den möchte ich bitte haben. Dankeschön. So, volle Lebensenergie. Damit können wir doch spielen. Damit habe ich jetzt ein gutes Gefühl dafür, dass wir das Level schaffen werden. So, wir gucken uns jetzt mal ein bisschen genauer hier um, denn es könnte sein, dass hier noch ein paar Sachen versteckt sind. Irgendwo. In einem Bücherregal oder so. Ich weiß schon gar nicht mehr, wo ich alles gefunden habe. Ich weiß nur, dass ich nicht alles auf Anhieb gefunden hatte. Oh, was haben wir denn da? Was bist du denn für eine? Eine Magierin sieht so aus.
Und hier eine schwebende Stadt auf einer Kristallinsel. Sehr interessant. Also wir haben einen Spiralschlüssel gefunden. Für den brauchen wir im Keller, um da weiterzukommen. Und zwar da, wo der Magier war. Aber das machen wir später. Ui, dankeschön. 140 haben wir schon. Aber ein bisschen fehlt da ja noch. So, ich schaue mir mal ganz genau alle Ecken an. Ich finde die Signatur interessant. Da unten rechts auf dem Bild ist ja die Signatur des Malers. Und der ist ja hier auf verschiedenen Bildern. Ich glaube, nein, hier. Auf irgendeinem Bild hatte ich die gerade eben auch schon gesehen. Moment, war das unten? War das hier unten irgendwo? Genau, hier, da. Wobei, das ist eine andere Signatur. Das ist so ein sieht ein bisschen aus wie ein Zentaur von vorne. Also wenn man den Kreis unten als Pferdekörper nimmt und dann da unten, das sind die Beine. Und oben, das ist dann halt der Menschenoberkörper. Ja, sieht ein bisschen aus wie ein Zentaur. Und hier, das ist anders. Na, eigentlich nicht. Aber da steht noch was anderes vor. Naja, ist ja auch egal. Ist nicht weiter wichtig, würde ich sagen. Dann klettern wir mal hier die Leiter nach oben. Okay. Hier scheint sonst kein Gegner mehr zu sein. Oh, ja, ist klar. Nein, 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 nein. Wo sind meine Granatpfeile? Ah, Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, der hat mich jetzt erschreckt. Mit dem habe ich überhaupt nicht gerechnet. So, was haben wir denn hier? Gold. Und was haben wir hier? Noch mehr Gold. Und eine Karte. Du hast eine Karte mit dem Weg nach Tolfors gefunden. Sehr schön. Sehr, sehr schön. So, ich meine aber, hier wäre genau... Hier ist nämlich noch was versteckt. Sehr gut. Das klang halt, als ob da noch ein Werwolf wäre. 250 von 250. Sehr schön. Wir haben also gesagt, das gesamte Geld eingesammelt. Jetzt hoffe ich nur, dass ich nicht mehr sterbe auf dem Weg nach unten. Also ich kann sterben, wenn ich hier komplett runterspringe. Das wäre eine Abkürzung, aber eine tödliche Abkürzung. Deswegen möchte ich die nicht nehmen. Boah, wenn der Goblin wenigstens nicht die ganze Zeit hier irgendwie blabbern würde. Ich könnte ihn sogar umbringen, aber dann würde ich ihn wahrscheinlich nicht freischalten. Das möchte ich nicht. So, hinab in den Keller. Und dann wollen wir uns doch einfach mal das Buch der Seelen schnappen und hier einfach rausmarschieren, oder? Klingt das gut? Geister, na, euch erledige ich mit dem Dolch, da verschwende ich keine Pfeile. Wobei, ich laufe einfach an euch vorbei. Ich meine, ich habe ja sowieso sämtliches Geld. Ihr lässt da nichts mehr fallen. Na, da ist doch noch einer. Na, egal. Was soll's. Wir müssen ja nicht alle Gegner erledigen. So, und jetzt setzen wir einfach mal den Schlüssel, den Spiralschlüssel hier ein. Ja, es dreht sich. Und ihr seht, wir hätten so oder so an dem Magier vorbeigemusst. Dann gehen wir mal hier runter. Was haben wir denn hier? Noch ein schönes Bild, auch wenn ich nicht weiß, was darauf zu sehen ist. Alles ein bisschen neblig, ne? Und was haben wir hier? Na, das sieht aus wie das Buch der Seelen, ha? Nehmen wir es doch einfach mit. Tja, wenn es denn so einfach wäre. Mission geschafft. Du hast 250 von 250 Goldstücken gefunden. Vorher hattest du bereits 240 Goldstücke auf dieser Karte gefunden. Ja, 10 neue Goldstücke wurden hinzugefügt. Und 250 Goldstücke haben wir noch so gefunden. Bla bla bla. Das wird ja jetzt leider nicht angezeigt. Da ich das ja schon mal durchgespielt habe. Den Goblin haben wir auch schon freigeschaltet. Und das Level, nämlich Tolfors gegen das Licht 1. Ja, sehr schön. Damit haben wir den Level das Haus der Träume geschafft. Als nächstes steht dann der Wächter an. Hehe, da könnt ihr euch nur was denken. Aber davor noch gegen das Licht 1. Denn wir wollen ja ein bisschen Geld sammeln. Ja, alles klar. Das werden wir dann aber in der nächsten Folge sehen. Und ich würde sagen, bis dahin macht's gut, ne?